Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Orakel. Das letzte Orakel mit FIFA 19. Glaube ich zumindest. Ich hoffe es. Und ja, ich bin zurück. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass nächste Woche FIFA rauskommt oder wieso, weshalb, warum. Ich habe Bock auf FIFA, ich habe Bock auf Orakel, ich habe keine Ahnung, vielleicht liegt es am neuen Trainer. Bock auf Lautern und ich würde sagen, scheiß drauf, wir legen einfach los, oder? Zack, 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 wir müssen loslegen. Los! Oh, wie sehr ich das immer vergesse. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen muss. Ach so, ich... So, wahrscheinlich hier flanken. Ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen. Vorausgesetzt, Flachpass, okay. Ich hätte einfach nur Flachpässe machen sollen. Jo. Flachkörper machen, ne? So, dann werden wir jetzt mal sehen, ne? Ob das hier passt. Ach, Wolf Fuß, Frank Buschmann. Braucht doch keiner. So, ich drehe einfach mal ein bisschen runter. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu... Ja, wie soll ich sagen? Das ist jetzt nicht zu... leise im Hintergrund. So. Bevor wir wieder Ärger mit der Bundesliga wegen Rechten bekommen oder so. Moment. Den Trainer machen wir aus. Und setzen das Spiel fort. Und hier sind wir schon. Ah, ich spiele übrigens diesmal heute nochmal selber. Ich schätze mal, wir werden das dann das nächste Mal wieder anders machen, dass wir wieder laufen lassen. Also den Computer einfach als spielen und rechnen lassen. Und vielleicht machen wir auch wieder eine neue Karrieresaison. Ich weiß es noch nicht. Bin mir noch ein bisschen unentschlossen. Aber da geht's schon mal los. Die ersten Lebens- und Ausrufezeichen. Nein, Ausrufezeichen nicht, aber es war zumindest mal ein Lebenszeichen vom FCK. Ja, mit Thiele. Oh, das ist ein typischer Fehlpass im Moment. Ja, den haben wir immer noch eigentlich. Diese Problematik. Das dürfte alles etwas schwieriger werden. So. Lö, der leider nicht mal bei Lautern spielt. Oh, wunderschön. Ey, das war ich auch nicht. So, dann haben wir Thiele. Kühlwetter. Schade. Fechtner. Pick. Oh, schade. Und der erste Eckball für den FCK. Ich möchte übrigens noch ein paar schöne Grüße loswerden. Unter anderem an den Shadow Wolf, mit dem es immer wieder was Tolles ist, sich auszutauschen. Egal ob über FIFA oder über Sonstiges. Also egal ob Spiele oder Wrestling oder Fußball. Gut, bei vielen Sachen Fußball hat er, glaube ich, einfach mehr Ahnung als ich, weil er wirklich viele Ligen schaut und auch beobachtet, wo ich sage so, okay, ich wusste gar nicht, dass Gibraltar eine eigene Liga hat. Aber der Mann kennt sich aus und naja, ihr solltet auf jeden Fall mal bei ihm vorbeigucken. Schöne Grüße auch an den German Chris, der
Ja, immer wieder oder im Moment durch seine neu gewonnene große und breitbandige Internetleitung immer mehr Videos hochlädt und ich glaube jetzt seine zweite Saison fast beendet hat oder schon beendet hat, weiß ich gar nicht. Ja, an den und an. Oh, shit. Ach, Glück gehabt. Und an unserem Pensionär, Rentner, FIFA-Profi AD Franconia, der mich dazu anstiftet, mit seinen Twitter-Videos FIFA 20 zu kaufen. Danke, mein Freund. Finde ich gut, dass du das machst. Oh, nee, das geht doch nicht. Mit unserem Franconia ist uns übrigens auch vermutlich einer der, na, wie soll ich sagen, emotionalsten Let's Player, was FIFA angeht, abhandengekommen. Das ist echt schade, dass der aufgehört hat, weil guckt einfach mal in die alten Sachen rein. Ja! Seht ihr, reden und Tore schießen, das geht alles gleichzeitig. Also, Franconia hat einfach das emotionalste Wesen, was ich im Fußball kenne bislang. Sehr schön. Kühlwetter. So, jetzt müssen wir dieses 1:0 nur noch in die Pause retten. Nein! Ich habe gesagt, in die Pause retten. Oh! Glück gehabt. Aber sind wir noch lange nicht über den Berg. Eckball. Na, ganz schön Glück gehabt jetzt. Oh, schön gespielt. Sternberg. Ne, das dürfte aber wieder einen Eckball geben. Minuten Nachspielzeit. Wofür? Soll ja nichts passiert. So, Einwurf. Und wieder Einwurf. Und damit geht's in die Pause mit einem 1:0 für den FCK. Bin ich schon zufrieden mit. Ich habe mir deutlich Schlimmeres vorgestellt hier, muss ich sagen. Okay, und ja, die Musik muss man einfach mal überreden. Das ist ein Nachteil, wenn man dann. Ich nehme momentan komplett über OBS auf, um das mal auszuprobieren, ob das überhaupt funktioniert. Ich werde aber dann wieder dazu übergehen, wenn ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Oh, Eckball, oh mein Gott. Das alles zwar über OBS aufzunehmen und. Aber, naja, dann richtig zu rendern. Einfach nur, weil ich es kann. Nein. Einfach nur, weil man dann gerade sowas wie Musik einfach mal rausmachen kann. Das ist einfach, okay, Ton aus. Hallo? Das war aber gesperrt. Das, so geht das nicht, liebe Leute.
Und Grill hat den Ball. Die stehen da so. Oh. Glück gehabt. Das ist so eng. Das ist so ein Hühnerhaufen. Na komm, wir wechseln auch mal. Wir bringen jetzt Zug für Hämlein. Da hat der Ball ja wohl am wenigsten verloren. Ja, gelbe Karte von hinten in die Beine, wenn nicht sogar rot. Da kann man auch von Glück reden, dass es nur gelb war. Nein! So einen Ball darf man doch im Mittelfeld nicht verlieren. Bei jedem FIFA wärst du früher rausgegangen mit dem Torwart und hättest einfach mal ein Tor gemacht. Aber irgendwie haben sie es wohl gerafft. Ja! Wer war es? Thiele? Nee. 21. Pick. Nee. Die 11. Ja, 24 müsste Kühlwetter gewesen sein. Ah, wer ist die 21? Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Wer letzte Saison die 21 hatte. Doch Kühlwetter. Nee, Zuck. Schöne Sache. Das ist ja, naja, ich würde mich freuen, es wird so ausgehen. Sehr, sehr schwache Abwehrleistung war das jetzt. Das war wirklich schwach. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, er kriegt gleich der Nächste die gelbe Karte. Das war nämlich ein astreines Foulspiel. Nein, nicht dahin. Ich habe nach unten gedrückt. Dann sollte der Pick bekommen. Ja, wunderschön. Haben wir wieder Pick. Kühlwetter. Thiele. Oh, ja, abseits. Ja, das war noch von eben. Nein.
So, aber Grill hat den Ball. Schön gemacht, da ist wieder Zuck. Der Schütze ist um 2 zu 0. Nee, das war viel zu knapp. Viel zu flach, viel zu kurz. Und das war einfach zu ungenau. So. Wunderschön. Wunderschön. Das ist gut, das klingt gut. Damit kann ich leben. So kann es ausgehen. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, das passt so. Bis dahin, macht's gut. Ich muss jetzt noch ein bisschen die Musik überreden. Ich wünsche euch was. Alles klar. Haut den Like-Button, gebt mir ein Abo. Vielen Dank. Ciao.